Wie hast du das gesehen? Hast du schon gesehen, dass er drauf gestanden ist? Rein an Reaktion des Spielers, weißt du? Ja. Weil wenn ein Spieler einfach so wie ein Herdöpfelsack am Boden geht, das ist so wie irgendetwas war. Ja. Ich meine, das hätte ich jetzt nie gesehen. Da außen in der Agglo von Zürich in Volkenswil muss der VAR Woche für Woche brenzlige Entscheid fällen. Wieso da der VAR nicht interveniert hat, ist mir ein Rätsel. Wir wollen heute mal schauen, wie schwierig das Ganze ist und machen eine Trainingssession. Ciao Kai. Hoi. Sandro. Schön, bist du da. Ja, danke für die Einladung. Willkommen in VAR in Volkenswil. Und ja, jetzt siehst du mal, wie es rebelt hier. Ich zeige es jetzt einmal, ja, wie sehr man das gut macht. Let's go. Das ist der Christoph. Das ist unser Replay-Operator. Ja. Er wird uns die besten Bilder geben. Hier hockt der VAR. Mhm. Hier ist nicht der AVAR, der Assistent vom VAR. Der VAR selber schaut das Match live auf dem Screen hier oben. Ja. Und die Knöpfe hier hast du vielleicht auch noch gesehen. Der grüne Knopf, das ist eigentlich während dem Spiel. Wenn mal ein mögliches Foul ist oder ein mögliches Offside, das hat man zum Beispiel eben Possible Offside. Und das gibt nicht Signal für den Replay-Operator. Und dann weiss er genau, an welchem Punkt du den Check machen ja. Und der rote Knopf ist, dass du tust die ganze Zeit am Schiri zuhören. Aber wenn du selber reden willst, dann musst du den roten Knopf drücken, damit er den hört. Okay. Jetzt muss ich schnell meine Brille holen. Also, mach das. Weil sonst. So, jetzt bin ich ready. Ja? Okay. Also gut. Let's go. Possible Foul. Ja, okay. Vorher der zweitletzte Kopfball. Oder Possible Offside wäre auch noch. Ist das okay? Ist das Offside? Ist Offside, glaube ich. Also, sie geben das Goal. Es hat das Goal gegeben. Hm? Also, okay, sie geben es. Also, da ist okay. Da ist okay. Ja, wobei, das ist Foul. Ich würde es nicht geben. Sie reklamieren das Hand. Wer reklamiert das Hand? Die blauen. Siehst du irgendwas Hand? Nein. Ja, Programm. Oben Programm. Links. Ah ja, doch. Hand. Nein, ist kein Goal, ja. Ist Hand, ist vielleicht Offside, ist vielleicht sogar Foul, ja, Hand. Also, es hat das Goal gegeben. Gut, dann muss ich jetzt sagen, check completed, Hand. Kein Goal. No Goal. Genau. Hands. Gut, ja. Das war schwierig. Ja. Wieso da der VAR nicht interveniert hat, ist mir ein Rätsel. Ah, das war die einfach. Ja, ich habe eben nicht aufs Programm geschaut. Das war das Problem. Nein, ich hätte eh Offside gegeben. Weißt du, mir ist es gar nicht zu dir. Du hast jetzt gar gemerkt. Ein halber Punkt gibt das für mich. Ich habe einen guten VAR. Das ist eben auch das, weißt? Der Match ist mega ruhig. Und du musst immer, weißt, wach sein. Mm. Check Red Card. Oh, wow. Wo genau? Dort ist es voll. Schau es mal an. Das Schiri hat nur voll gepfiffen. Oh! Programm? Ja. Macht das extra, he? Ja, stimmt. Rot. Muss ich jetzt machen? Mhm, du bist wahr. Also ja, check Record. Ja, kann ich es anschauen. Was muss ich sagen? Das heißt, ja, ich, ist also Schiri, so und so, ich empfehle dir eine On-Field Review für eine Possible Red Card wegen während Kontakt. Ja. Da steht im extra drauf. Ist gut, also Replay Operator. Wie hast du das gesehen? Wieso da der VAR nicht interveniert hat, ist mir ein Rätsel. Aber ja, Fehler passieren überall. Hast du schon gesehen, dass er drauf gestanden ist? Ja, das ist halt. Gell, Gefühl, das ist echt das Bauchgefühl, so, ja. Das Fußball. Warum fällt. Also, kein der Spieler. Meine Herdöpfelsack. Irgendetwas war es. Aber ja, du halt als Fußballspieler hast. Ja, das ist dann schon. Ich habe dann gedacht, ist das ein Foul gewesen? Nein, ich komme anderen den Ball, was passiert hat. Ich habe schon wieder weitergeschaut. Genau. Ja. Und das ist aber auch, du darfst mit dem Check darfst nicht zu früh aufhören. Mhm. Weißt, ja. Lieber einen längeren Check machen, was vorher, was nachher ist. Wirklich strukturiert arbeiten. Mhm. Das ist eigentlich das A und so hier. Also gut, machen wir noch mal einen. Possible Record. Checks, gut. Das
Schiri hat gepfiffen. Was hast du genau? Eine rote Karte, ja. Er hat gelb gegeben. Ja. Ich würde sagen, oben rechts ist das beste Bild. Und genau diese Geschwindigkeit, ja. Es kommt mit Fullspeed, also muss er unbedingt anschauen. Check completed, possible record, on-field review. Sehr gut. Hä? Sehr gut. Nein, gelesen, du. Ja, nimmst du. Ja, ja, du. Aber schon schwierig. Hast du wirklich gut gemacht. Also für das jetzt das erste Mal hier war, muss ich sagen, Chapeau. Chapeau, hä? Und ja, das von 10, 7. Ja, nein, 7. Mit dem 7 kann ich leben. Wirklich, als Fußballer bin ich ein gutes 7. Also die letzte Szene, muss ich sagen, top war. Also danke dir vielmals, gell? Merci dir für den Besuch. Und gutes Spiel nachher. Danke vielmals. Du bist ja warm, oder? Genau.